Was genau kommt eigentlich hier am Ende überhaupt raus? Oh. Das reicht. Für knapp 10 von diesen Anlagen reicht das sogar. Sagen wir 9. Alter. Ist ja lächerlich, ey. Als ob wir dafür einen Zug fahren lassen, ja, oder eine Pipeline hier hochziehen. Dann war es doch praktisch, dass diese Ölvorkommen hier sind. Okay, ich nehme alles zurück. Läuft. Jetzt müssen wir den Quatsch schon noch anschließen irgendwie, ne? Das wäre super. Kommen wir hier sauber durch, ohne irgendwelche lustigen Sachen? Ja, oder? Ja. Dann gehen wir nicht unten ran, sondern oben. Halt, wir wissen doch gar nicht, wo die Anlage stehen soll, ne? Das wäre praktisch zu wissen. Ich habe irgendwo Eisen kaputt gemacht. Ach, hier. Wir halten das Ding einfach mal neutral, was In- und Output angeht. Sagen wir genderneutral. Ja, das ist okay, glaube ich. Jo, wo parken wir das Teil? Auf jeden Fall können wir schon mal eben schnell eine Blaupause erstellen. Moin, Goofy, willkommen. Genau. Ach ja, da waren die Batterien drin, ne? Naja. Da können wir sowieso mal wieder so ein paar dazu schmeißen, tatsächlich. Wo ist er denn? Da. Ja, die große Frage, wo parken wir den Kram? Ich würde vielleicht diesen Bereich hier nutzen, weil da können wir den ganzen Quatsch auf voller Breite hinstellen bei Bedarf. Und daher fangen wir doch mal an. Achso, warte, ich wollte mal irgendwas gucken. Moment mal. Genau, 45. Bip, 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 bip. Also wir könnten auch eine länglichere Variante bauen, fällt mir gerade auf. Wir wollten ja sowieso zwei Stück bauen, richtig? Ah, also im Grunde müssten wir den Kram nur verlängern. Achso, halt. Geht er noch? Dann müssen wir halt nur zwei grüne Lanes anschließen, komplett. Achso, wir sollten vielleicht noch Output Lanes einbauen, ne? Das wäre vielleicht geil. Da fehlen noch Module, aber die sollten kommen. Da fehlt noch mehr. Naja, Käffchen. Was haben wir denn hier eigentlich an Verbrauch? Geht so langsam auf die 900 zu. Und wir haben keine einzige Forschungsanlage am Laufen. Ne? Das ist schon geil irgendwie. Naja. Haben wir eigentlich inzwischen hier? Ah nee, warte mal, hier. Oh, guck mal, da ist Schweröl drin. Nicht viel. Aber okay, für Schmiermittel reicht's. Sehr schön. Ich glaube, die sind fertig, oder? Warte mal, dann gucken wir hier nochmal eben schnell rein. 6,5. 93 grüne Schaltkreise. Da können wir tatsächlich ein bisschen runterskalieren, weil das ist too much. Wenn wir den wegnehmen und diesen hier wegnehmen. Ja, perfekt. So machen wir das. Dann können wir diesen Blueprint nochmal eben einmal löschen.
Boah, da hauen wir aber ordentlich Zeug durch, glaube ich. Ja. Na, das wird nicht funktionieren. Aber hier wird es passen, zum Beispiel. Und dann könnte man hier noch eins hinbauen. Ich würde den, glaube ich, erstmal einfach da drunter setzen. Ja, dann hätten wir sogar noch die Hälfte von diesem Block frei. Wenn wir irgendwann den Bedarf verspüren, dass wir mehr brauchen, werden wir vielleicht nochmal ein bisschen durchsortieren und eventuell oben dieses Ölgedöns auch noch ein bisschen pimpen. Wir haben da oben noch keine Module drin, keine Effektverteiler großartig, außer bei der Raffinerie und so. Daher denke ich mal, dass es funktionieren wird. Aber wir machen die Cut-Funktion. Ja, ja. Und das bringt uns wieder zu, ja, zur ersten Frage zurück. Wie kriegen wir die Schwefelsäure hier hin? Nicht hier rüber. Sondern vielleicht hier rüber. Genau, zum Thema Output Lanes. Im Grunde müssten wir eigentlich nur den Kram hier rüber schmeißen. Eigentlich brauchen wir den Scheiß überhaupt nicht balancen. Überhaupt nicht. Das ist so wenig, was hier rauskommt. Das wird richtig traurig, ey. Genau, dann haben wir einen Red Circuit Input. Das ist, vielleicht legen wir den nochmal einen runter. Oder wir teilen das hier auf und tunneln den hier. Nein, das machen wir nicht. Warte mal. Wir müssen hier sowieso tunneln. Ach, ist egal. Ach, komm, dann lassen wir das. Jetzt haben wir zu viele Effektverteiler. Das ist richtig. Stimmt. Aber das macht nichts. Er kann ja sowieso nicht mehr von den Grünen verbrauchen. Aber wir können natürlich... Ah, das ist blöd. Ich will da keine Spezialanfertigung machen, weil diese Maschine ist nicht in der Regel immer da, ne? Ach, Kacke, das stimmt. Ich meine, er kann nicht mehr verbrauchen. Pass auf, wir lassen den Blueprint so, wie es ist. Und lassen die Maschine einfach hier stehen. Tragisch. Genau, hier wären rote Schaltkreise drauf. Die Optik. Wir können auch die grünen auf eine Seite schmeißen. Speed Limit in Bezug auf was? Von der Maschine her oder wie? Im Grunde genommen gibt es da ein Hard Limit, weil irgendwann hast du keinen Platz mehr für Effektverteiler. Also klar, technisch begrenzt aufgrund von Platzmangel irgendwann, ne? Klar. Warte mal, hier denken wir zumindest einmal vielleicht mit. Oder auch nicht. Das habe ich mir nicht hierbei gedacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach
Ach so, warte. Und das glaube ich. Ja, okay, gut. Dann suchen wir uns auch, ja, zwei Grüne. Das war's dann mit dem. Sind wir von oben nach unten gegangen, ne? Das sieht, glaube ich, cool aus, wenn wir überall, den Kram überall gleich machen. Ja. Yep. Und dann werden wir das hier genauso tun. Ups. Ja, die machen das schon. Gut, die schmeißen wir, ja, damit es ins Schema passt, hätte ich gesagt, über den Red Circuits. Upsi. Mit ein bisschen Abstand, weil ich habe keinen Bock, hatten wir auch als Planungsgrundlage gehabt quasi, ja. Wir wollten diese Roboports nicht mehr tunneln, weil das nervt. Wir müssen die Circuits wahrscheinlich sowieso auf beiden Seiten verteilen. Was genau ist hier Phase? Ach so, upsie. Also die werden quasi vor und zurück laufen, die Dinger, ne? Denn hier brauchen wir sie auch. Aber das ist nicht schlimm. Also ich finde, bei den Blue Circuits kann man das machen. Ja? Die braucht man nicht in der Masse, aber sie fressen einem trotzdem sämtliche Ressourcen auf. Daher ist es okay. So, das ist der hier, ne? Ja. Upsi. Der Weg ist immer so überraschend, was die Beschleunigung angeht auf einmal. So, und hier müssen wir aufpassen, weil der geht nur von der einen Seite ran. Genau. Ja, die anderen Prozessoren haben schon durchgeheizt. Nice. Dann kann die Kiste wieder weg. Schön. Wie viel verbraucht das Ding hier eigentlich? 1,4 pro Sekunde. Hä, warte mal, Moment. Hab ich gerade verguckt, oder? Ne, doch, 1,4. Okay. Sagen wir 1,5, runden wir auf. Also ich sag mal so, 7 ist echt nicht schlecht. Jetzt mal ohne Witz. Also, ja gut, wir kriegen keine 7 raus, eher 6,5. Aber das ist okay für Prozessoren erstmal. Damit kommen wir sogar ein ganzes Weilchen hin erstmal. Okay, gut. Super geil. Dennoch wird der restliche Platz natürlich reserviert. Genauso wie der hier auch, ja. Und hier ist sowieso voll bei den Greens. Ja. Yeah. Wobei die leicht skalierbar sind. Wir müssten einfach diesen Block nehmen, mit der Schmelze rüberschmeißen und gut ist. Also das ist wirklich machbar. Oder wir steigen irgendwann auf eine externe Produktion um. Das kann auch sein. Nee, aber die Dinger... Oh, warte, ich habe was vergessen. Diese Menge an Prozessoren, die wir hier haben, die wird ein Weilchen reichen. Ob man es glaubt oder nicht. Denn hier werden sie ja in gewisser Weise gebalanced, aber... Oh. Wir machen das nochmal so, weil der staut sich hier schon und dann wird wenigstens die andere Seite vernünftig aufgefüllt. Ja, nice. Wir machen Fortschritte, wenn auch nur... Langsam. So. Na gut, das langsam, das hängt eher damit zusammen, dass wir so viel Kram wieder abgerissen haben. Das wäre ein anderes Problem, wie zum Beispiel ein Planungsfehler. Naja.
Ah, braucht der feine Herr wieder einen Zug für Flüssigkeiten, ja? Oha, wir müssen bald das Depot ausbauen, wenn das so weitergeht. Ja, aber dann wird er wahrscheinlich eine andere Fehlermeldung reinschmeißen. Jo, alles klar, Resus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Komm gut ins Bett. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Wir bauen nochmal einen Zug mit Tankwaggon, glaube ich. So. Ach, Stahl hat gefehlt. Ja, okay. Oh, ich habe diese verdammte Gewohnheit, ne? Das ist unglaublich. Ich will immer diese Güterwaggons bauen. Ohne Worte. Ja. Die Sache mit dem Schweröl müssen wir halt mal schauen, ne? Da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das funktioniert. Mal sehen, fährt er eine extra Runde? Ja, die Tankwaggons machen das, oder die Tankzüge, die machen das anscheinend immer. Die anderen haben das nicht gemacht. Naja. Ah, gut, schön. Also es geht echt gut voran, tatsächlich. Oh yeah. Jawohl, 1,2 Gigawatt. Und wir haben keine Forschungsanlage am Laufen. Schön. Heftig, ey. Naja, aber das liegt nur an dem hier, ne? Weil durch den hier wird eigentlich alles getriggert. Komplett. Also nicht komplett, aber zu einem sehr großen Teil. Ja, aber cool. Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir könnten tatsächlich jetzt endlich mal diese Betonanlage umbauen. Wäre, glaube ich, nicht schlecht, oder? Weil viel mehr von den komplexeren Sachen packe ich, glaube ich, nicht mehr. Wir sind schon wieder 8 Stunden dabei. Jo, okay, warte mal. Dann würde ich sagen, ich hole mir noch mal eben was zu trinken. Wir machen noch eine kurze Pause. Und dann kümmern wir uns um ein wenig fancy Stuff hier. Mit diesem Klotz. Ja. Und das wäre die Idee. Weil ich glaube, den Kopf haben wir uns heute genug zerbrochen, wenn wir mal ehrlich sind. Na, wir haben die Anlage komplett aus dem Boden gestampft. Den Kram hier, den Kram, den Kram. Wir haben das Experiment gestartet mit der Kohleverflüssigung, die noch nicht in einigermaßen vernünftig gebaut ist. Sondern eher frei nach Schnauze. Der Part hier finde ich gut, ehrlich gesagt. Also, klappt besser, als ich dachte. Nur die Kombination mit dem Schweröl, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das läuft. Müssen wir schauen. Was hat der Bahnhof hier im Tank? Ja, da geht halt nicht viel, ne? Müssen wir mal gucken. Ich denke, wenn der Verbrauch von Leichtöl oder von Flüssiggas steigt, wird der ganze Kram auch wieder ein bisschen mehr rangeholt. Wir haben jetzt hier, ja, 2K pro Tank. Also, das ist nicht wenig. Das reicht für das Schmiermittel erstmal aus. Und hier? Ja, voll. Das ist nämlich der Knackpunkt. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Und dann kümmern wir uns um ein bisschen fancy Beton-Stuff. Und ja, dann haben wir den Tag, glaube ich, gut rumgebracht. In dem Sinne, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück bei Factorio. Weiter geht's. Letzte Runde aber für heute. Wir haben jetzt, wie gesagt, über 8 Stunden voll. Aber ein bisschen Kram machen wir noch. Betonverarbeitung im Schwerpunkt ist halt nicht so relevant. Aber sie ist da, sagen wir das so. Wir haben hier dummerweise volle Kisten stehen. Ja, ich habe den Kram momentan angeschlossen. Genau, an unserem Steinbus. Oder Zug, besser gesagt. Und hier haben wir das Ganze über den priorisierten Output geregelt. Also der Steinbedarf, der hier vorliegt, der hat immer Priorität. Das gilt für Landfill genauso. Und eben genauso für den Beton. Das gleiche habe ich vergessen beim Eisen, beim Eisen einzustellen. Upsi, ja, machen wir nochmal schnell. Moment. Genau. Wie gesagt, also das ist wirklich nur eine Überschussproduktion, wenn wir diesen Überschuss haben, so wie jetzt gerade. Ob wir das so beibehalten? Habe ich das beim Stahl eigentlich auch gemacht? Ja, beim Stahl ist es auch gemacht. Hab's nur beim Eisen vergessen gehabt. Naja, okay. Was hier noch fehlt,
Ja, eigentlich müssen wir es komplett reworken, oder? Weil so können wir das eigentlich nicht lassen. Nee. Wir können uns ja auch Sachen sparen. Ja, wir brauchen hier nicht mal diesen Rohstein anliefern. Wir können uns ja auch den Quatsch von der Anlage hier hinten nehmen. Dann sparen wir uns diesen Arbeitsschritt und auch hier werden wir dann mit einem Prio-Ausgang arbeiten. Ja, das machen wir schon mal. Hätten wir das geregelt. Haha, nice. Ich habe gerade die Idee, dass wir den ganzen Kram nochmal neu aufbauen. Machen wir das oder kriegen wir das hier mittig rein? Ich weiß es nicht. Naja, der Schwerölmangel. Was wir hier machen könnten, übrigens, um diesen Fehler zu beseitigen, wir könnten die Anforderungsmenge vom Schweröl runterdrehen. Machen wir jetzt aber nicht. Es klappt ja auch so. Der überspringt halt den Auftrag dann und dann ist gut. Passt also. Wir können mal eben, um den restlichen Kram zu verbrauchen. Nee, das brauchen wir. Das cutten wir mal eben hier weg. Den Stahl cutten wir hier weg. Wir können mal eben unseren Fliesenleger wieder rausholen. Warte mal. Das ist dieser hier. Denn diese ganzen Blöcke hier, die haben ja noch gar keinen Stein. Dann werden wir das Zeug auf jeden Fall schnell los. Und die Bots freuen sich wieder. Ja. Gleich jetzt ab. Oh yes. Das Bot-Feuerwerk ist wieder am Start. Nice. Alter. Oh yeah. Ja, gut. Die machen das schon irgendwie. Genau, damit können wir zumindest mal eben den Bestand hier in den Kisten schon mal rausschmeißen. Und den hier eigentlich auch, ne? Das ist das Ziel von der Aktion gerade. Erstmal die Kisten leer machen, damit wir hier nicht so viel Schund rumliegen haben. Das bedeutet auch, dass wir diese entleeren können. Ja. Mal kurz Reste hier loswerden. Wird jetzt wahrscheinlich ein Weilchen dauern. Vielleicht müssten wir zwischenzeitlich nochmal eben was anderes machen. Aber nee, wie gesagt, hier werden wir Roheisen erstmal raushauen, Stahl raushauen. Wenn noch genügend Zeug da ist. Nee, die haben den ganzen Rest hier reingeschmissen, ne? Ja, dann dauert das auch ein bisschen. Aber egal, immerhin werden wir das Zeug los, das ist schon mal gut. Dann können wir hier anfangen. Ja, schmeißen wir gleich einfach manuell in die Maschinen rein. Da geht gar nichts, weil voll. Ja, der hier füllt gerade nach. Da sind noch ein paar drinne. Egal, kriegen wir hin. Während der ganze Kram durchgeheizt wird, könnten wir eigentlich anfangen, den neuen Aufbau zu machen. Und ich überlege halt echt gerade, ob wir das hier in die Mitte reinsetzen. Das müsste eigentlich passen. Die Frage ist, was brauchen wir hierfür noch? Das ist nur der Stahlbeton selber nochmal. Das ist ja einfach. Ja, okay. Und diesen Arbeitsschritt mit der Schmelze, den sparen wir uns. Das heißt, wir brauchen jetzt hier
bevorzugten Ausgang links, damit der hier immer bevorzugt wird. Und dann fangen wir, glaube ich, unten wieder an. Wie gesagt, wir werden nicht mehr von diesen Steinen brauchen. Und wenn, können wir immer noch nach außen bauen. Also das sollten wir hinkriegen, denke ich. Genau, das heißt, der erste Schritt ist wieder ganz normal Beton. Dann brauchen wir Wasser und das Roheisen für. Okay. Jo. Ich habe so viel Müll schon wieder im Inventar. Das ist einfach wieder unglaublich, ne? Ist einigermaßen mittig, ja. Möglicherweise. Eben Strom anschließen, damit wir uns mal eben ganz easy berechnen lassen können, wie viel der Kollege braucht. Das ist nichts. Sehr geil. Ach stimmt, das geht hier ja gar nicht, ne? Richtig. Da kommen 15 raus pro Sekunde. Ich würde mal eben Wasser holen. Warte mal, wir hatten... Wo haben wir denn das Wasser von hier? Ah, hier, genau, siehst du. Oh, nee, warte mal, das lassen wir nochmal eben an. Und diese Roheisenlane, die ist ja nachher sowieso woanders. Ja, okay. Da wir hier an sich relativ wenig brauchen. Ja, da können wir die beiden Sachen noch auf eine Lane packen eigentlich. Möglicherweise. Wir machen mal mit dem Rest weiter. Ja gut, da haben wir noch ordentlich was über. Das ist auch nicht verkehrt, weil wir wollen beide Materialien nachher im Endeffekt dabei haben. Das ist schon okay. Ja, okay, warte mal, wir machen das hier. Ach so, halt, das ist Müll. So, das ist auch Müll. Echt jetzt? Genau, dann machen wir das so. Hier müssen wir mal schauen, also... Das wäre dumm. Ich denke, wir machen das so, dass wir da noch eine Lane längs legen können, möglicherweise. Also so in dem Sinne.